Herzlich willkommen zurück zu Maniac Mansion. Und der Herzwergesel hat mir einen kleinen Tipp gegeben, nämlich, dass wohl die Charaktere doch verschiedene Fähigkeiten haben. Insbesondere soll wohl Bernard in der Lage sein, diverse technische Dinge zu tun. Zum Beispiel wohl mit der Werkzeugkiste umzugehen, war so seine Idee. Und ich hätte eigentlich gar nicht Jeff gebraucht, um hier rauszugehen. Naja, was soll's. Was soll's. Tut ja nicht weh. Okay, dann gib mal den Bernard... Was? Jeff? Gib Paket... Ah, das geht nicht so. Okay, das geht nur im... Das funktioniert hier nur im, wenn man hier oben klickt, statt unten. Also unten aufs Porträt klicken funktioniert nicht, um Dinge zu überreichen. Und mit Jeff verstecke ich mich mal da unten, weil ich komme ja raus ohne Hilfe. Aber ich komme ja nicht ohne Hilfe wieder da rein. Aber es ist ein gutes Versteck, glaube ich. Hoffe ich jedenfalls. Ich weiß ja nicht. Wobei, wenn jemand erwischt wird, wenn jemand erwischt wird, dann kommen die ja hier durch, ne? Das ist ja auch blöd. Gut, aber ich weiß jetzt, ihre Zimmer sind oben und hier hinten ist quasi eine Sackgasse, da kommt niemand durch. Hoffe ich jedenfalls. Das heißt, hier sollte ich dann, ne, also hier mit Jeff meine ich, sollte ich sicher sein. Oh, eine liebenswerte Pflanze. Ja, ich habe mir fällt gerade auf, ich habe die ganze Zeit eigentlich hauptsächlich mit Dave gespielt, mit einem Charakter. Haha, okay, da fehlt eine W88 Vakuumröhre. Interessant. Ein Hightech-Radio. Ja, okay, ich sehe schon. Ich sehe schon. Der Bernard kennt sich hier besser aus. Will aber auch nicht morgens zu diesem Bild aufwachen. Mit diesem Bild im Kopf oder im Gesicht. So direkt über sich. THX, oh, hast du noch Angst vor dem Tentakel? Sieht nicht sehr komfortabel aus, das Bett. Achso, ja, nee, das Tentakel meine ich. Oh, ich bin so depressiv. Mir geht's so schlecht. Ja, Möchtest du vielleicht etwas Post? Nein. Vielleicht sammelst du ja Briefmarken. Nein, okay. Disco-Sucks. Das Ding ist... Ja, genau, da hatte ich ja die Kassette her. Nee. Habe ich da die Kassette her? CGA. Whatever. Okay, ich dachte vielleicht hier oben bei dem Heizungsequipment von dem grünen Tentakel kann ich noch irgendwas mit Bernard etwas Sinnvolleres anfangen. Aber nein, ist so, da waren irgendwie die beiden Gegner drin. Das heißt, da muss ich aus dem Weg gehen. Dann haben wir hier einen Fernseher. Ja. Ach, und ehrlich gesagt, wenn ich schon mal hier bin, dann dann trainiere ich doch auch mit Bernard ein bisschen. Ich meine, es kann ja nicht schaden, dass auch er ein bisschen kräftiger ist. Oder? Brauche ich das überhaupt irgendwo? Das Gitter am Anfang, meinten sie, wäre so schwer zu bewegen. Ganz vorne vor der Tür. Okay, aber er hat jetzt auch genug. Das hatten wir auch schon und... Okay. Rede mal mit ihm. Ne, folgt nicht. Vorgutete Edna 47. Okay, die Sync funktioniert, das heißt, hier brauche ich den... Ah, da könnte ich den gebrauchen, oder? Ah, natürlich. Da könnte ich den Händel gebrauchen. Wie heißt das denn? Ah, auf Deutsch. Ach, keine Ahnung. Dieses Drehrad, dieses Drehkreuz jedenfalls. Genau. So, kannst du vielleicht eine antike Schreibmaschine? Kannst du da hochgehen? Naja, ich dachte schon, die frisst mich jetzt. Aber gut. Habe ich mal wieder mich ablenken lassen. Denn, Gott, wo habe ich die denn her? Die
die Seite nach oben. Oh mein Gott, wo habe ich die denn her? Ich habe so lange nicht mehr gespielt. Gut, vielleicht... Nee, also gut. Ich gebe jetzt mal dem Bernard den Händel. Den braucht er auf jeden Fall. Dann meinte der Zwergesel, er kann vielleicht mit den technischen Dingen wie Werkzeugen was anfangen. Dementsprechend denke ich mal, er kann vielleicht auch mit sowas Technischem wie einer Kettensäge was anfangen. Könnte ja sein. Ansonsten hätten wir noch die technische Taschenlampe, aber damit kann Dave auch ganz gut umgehen. Das ist nicht das Problem. Vielleicht die Karte. Warum nicht? Warum nicht? Und ich denke, das reicht. Ich denke, das reicht. Gut, Bernard. So, du gehst mal hier hin und bleibst da stehen. Oder vielleicht nach unten. Dahin. Während ich mit Dave jetzt hier oben endlich das mache, was ich machen wollte. Nämlich eine Münze da reinwerfen. Ding! Oh, es gibt einen Lift nach links und einen Knopf nach rechts. Okay. Ah, Moment, eine Astronomiekarte. Das ist doch eine Sache für unseren Nerd. Also es gibt wohl tatsächlich Unterschiede zwischen den Charakteren. Aber sagt das Gleiche. Ah! Und ich sehe einen Baum. Gut, dann tja, links oder rechts? Links oder rechts? Die Frage ist, wie oft kann ich pro Münze? Ich drehe mal nach links. Es rotiert. Okay. Und dann schaue ich nochmal rein. Ah! Ah! Was ist das denn? Soll das der Mars sein, oder wie? Ist ja witzig. Okay, weiter nach links. Ah, da fehlen die Münzen. Mist. Das heißt, ich habe... Wenn es blöd läuft, muss ich hier nochmal von vorne anfangen. Oh, weil ich habe nur 4 Münzen. Aber ich werde jetzt mal komplett nach links gehen. Einfach, weil es geht. Es rotiert nicht. Oh, okay. Ja gut. Dann kann ich nur nach rechts. Es rotiert. Kann ich irgendwie hoch oder runter? Nee, ne? So, jetzt sind wir wieder bei diesem Baum. Dann ein weiteres Mal nach rechts. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was wir hier haben. Okay, eine Dachrinne, ein Dach und ein Fenster. Okay, wird es noch was Sinnvolles oder oder bleibt es dabei? So, nach rechts nochmal. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wieder nach links zurück das gleiche passiert, weil links-rechts hat ja auch effektiv nichts verändert, der Baum kam ja wieder. Ah, okay. Das ist ja lustig, das ist quasi dann jetzt im Fenster drin, hinten dran, der Safe. Und der steht ja die Ah, ist das gut. Ist das gut. Die Codenummer war ja so winzig unter den Code gekritzelt, letztes Mal, falls ihr euch erinnert. Und man braucht gar kein Mikroskop oder eine Lupe oder so. Nein, man braucht ein Teleskop. 4186. Das schreibe ich mir hier mal eben auf. 4186. Weil sonst vergesse ich das ja wieder. 4186, ja genau, richtig. Gut, dann ist jetzt die Frage, gehe ich mit Dave dorthin? Ich gehe mit Dave dorthin. Moment, warte mal. Ich muss ja irgendwie die gute Edna ablenken. Das heißt, ich werde jetzt, bevor ich das tue... Ich dachte vielleicht, er könnte damit was anfangen. Nicht. My place. Er ist leer, ja was. Gut. Ja, er lacht schon so dreckig bei der Kettensäge. Ich glaube, das wird was. Ich glaube, das wird was. Gut, dann wollen wir doch mal schauen, was passiert, wenn ich diesen Händel, also diesen Griff, hier dran schraube und das Wasser aufdrehe. Ah, und wieder zu. For good time, Edna 1547. 1547. Das schreibe ich mir auch mal auf. Das stand im Bad.
Und das andere stand beim Safe, die 4186. Okay. Kannst du die Kettensäge... Nein, da fehlt Benzin. Kannst du das Werkzeug benutzen, um die Kettensäge zu reparieren? Nein. Kannst du vielleicht mit dem Werkzeug... Keine Ahnung, die Toilette? Was bräuchte denn eine Reparatur? Natürlich, der Ding im Keller, der nukleare Reaktor, der liegt doch so ein bisschen. Also, leak im Sinne von, er ist undicht. Damit ich aber dann da unten wieder rauskomme, das trifft sich ja alles jetzt gerade sehr gut. So, welcher war es denn? Ich glaube, der war es, der rostige. Sehr gut. Und bleibt nämlich Dave hier mal stehen, während Bernard Edna ablenkt und sich einsperren lässt. Dann ist er nämlich auch gleich unten. Wow, das ist ja der falsche. Nee, da wollte ich rein. Hallo! Oh, ein ungebetener Besucher. Ich hab dich! Wie dumm von mir. Ich hätte dich an mein Bett festbinden sollen. Ja, genau. Jedenfalls ist er jetzt unten und direkt beim nuklearen Reaktor. Deswegen habe ich ihm den Schlüssel gegeben, damit er da auch direkt wieder rauskommt. Und ich hier... Faszinierend. Ein Bild von Dr. Fred. Das ist Dr. Fred. Okay. Naja, ich will hier mal keine Zeit verschwenden. Und gleich hier hochgehen. Und dann probieren wir doch hier gleich mal die 4186. Ha, das hat funktioniert. Sehr schön. Ein verschlossener Umschlag. Faszinierend. Ja, nehmen wir doch einfach mal mit. Liegt da noch was drin? Sieht nicht so aus. Gut, den Safe wieder zu, das Bild wieder zu, um alle Spuren zu beseitigen. Dann das Licht wieder ausmachen, um sicher zu gehen. Wobei, warte mal. Ich will erstmal lesen. Ein Quarter. Eine etwas größere Münze. Okay. Kann ich da jetzt irgendwas mit... Oh, verdammt, ja, da führt wohl kein Weg dran vorbei. Was? Ah, okay, ich kann einfach wegrennen. Na gut. Soll mir recht sein. Kann ich das vielleicht... Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher. Ich speichere lieber erstmal. Weil der liebe Zwergesel hat mir auch geschrieben, dass man sich hier in tote Enten manövrieren kann. Aber nein, das scheint ja nicht zu funktionieren. Das heißt... Immerhin, das blieb mir erspart. So. Dann wollte ich mich hier unten mal ein bisschen umschauen. Kann ich vielleicht mit diesem Schlüssel... Nein, kann ich nicht. Kann ich vielleicht mit dem Werkzeug das Ding auf... Ich sagte, mit dem Werkzeug die Tür knacken. Nein, lieber nicht. Warum auch immer. Gut, dann halt nicht. Dann benutzen wir den Schlüssel, um hier rauszukommen. Und machen uns am Reaktor ein bisschen zu schaffen. Wo ist das denn? Bei dem Furnace. Nein, okay, das funktioniert nicht. Dann mit dem Reaktor. Okay, er läuft schon mal hin, das ist ein gutes Zeichen. Na, nur um mir zu sagen, lieber doch nicht. Edna. Ich habe Probleme mit der Zombie-Matik. Zombie-Matik. Ich muss Ich muss den Strom ausschalten. Für 5 oder 6 Minuten. Das ist alles, was du mir zu sagen hast. Du warst nicht hier unten. Warst nicht hier unten. Du warst 5 Jahre nicht hier oder so. Nee, du warst im Keller für 5 Jahre. Du warst 5 Jahre im Keller. Manchmal denke ich, dass du den Meteor mehr magst als mich. Hab keine Angst, meine kleine Schönheitskönigin. Bald wird alles anders sein. Na klar. Okay, das heißt, der liebe Dr. Fred läuft jetzt gerade hier runter. Das heißt, ich mache mal lieber die Tür zu.
So. Jetzt wollte ich eigentlich mit Bernard ja noch einen Blick auf das Ding bei Tja, wie mache ich das? Ich habe hier gerade keine Möglichkeit, irgendwas zu tun, oder? Was? Da ist so ein Ding an der Wand. Das muss doch funktionieren. Mach mal weg. Vielleicht, wenn ich mit der Taschenlampe. Nein. Einfach direkt abpinseln. Geht auch nicht. Mit Käse natürlich. Natürlich mit Käse. Na, okay, doch nicht. Das wäre jetzt einfach. Ich kann vielleicht die Farbe einfach in ein Glas füllen. Nein. Aber so ein farbiger Fruchtdrink. Nein. Das sind auch nicht die Komplementärfarben. Dosen dagegen werfen bringt auch nichts. Vielleicht will der Hamster die Farbe fressen oder die Tapete. Nein. Na, ich kann es natürlich mit der Münze abkratzen. Wie so ein Rubbellos. Das funktioniert auch nicht. Mist. Der ist doch dafür da. Eine große Dose mit Farbentferner. Er sagt schon. Muss ich die vielleicht. Och nö, jetzt, oder? Ohne Scheiß. Hey Ed. Der Meteor möchte sich mal deinen Hamster Prod, keine Ahnung, ausleihen. Mein Hamster. Niemand. Fest mein Hamster an. Pass besser auf, Ed. Oder sonst ärgerst du den Meteoren. Er denkt schon, dass du meine pinke Schlüsselkarte gestohlen hast. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ich kann nicht zum Meteor kommen ohne diese Karte. Ah, puh. Oh, wirklich? Reiß dich zusammen, Kind. Ah, gut zu wissen. Diese pinke Karte. Ja, Moment. Ich bin doch hier unten. Vielleicht brauche ich ja diese Karte hier. Na, doch nicht. Okay. So, jetzt hier. Ich habe die Kanne. Oh Gott, ist das schlecht. Okay, das funktioniert nicht. Kann ich jetzt den Pinsel? Ja, kann ich. Och, nö. Das ist ja jetzt nun wirklich. Okay, da sind Kabel. Die sind gebrochen. Hier brauche ich vielleicht das Werkzeug. Die Lampe funktioniert jedenfalls nicht, oder? Ah, doch. Kann ich jedenfalls die Taschenlampe schon mal ausmachen? Okay, aber was mache ich hier drin? Ich habe keine Ahnung. Das wurde wohl sehr schnell hier ausgebessert. Kann ich das irgendwie wegmachen? Keine Ahnung. Dann schauen wir doch mal, wie könnte ich hier an diesen Kabeln rumfuschen? Ich könnte den Hamster elektrifizieren, also elektroschocken, meine ich. Die Dosen sind üblicherweise aus Metall. Damit funktioniert es vielleicht? Nein. Vielleicht mit Flüssigkeit? Nein. Okay. Ich fürchte, ich brauche hier das Werkzeug. Sieht jedenfalls so aus. Okay. Dann gehe ich mal zu Benna. Die Tür ist verschlossen. Ach so, ja gut. Oh. Ich mag das ja nicht, dass es hier so summt. Ich weiß ja nicht, ob da was passiert oder nicht, aber keine Ahnung. Ich mach's mal lieber wieder an. Sicher ist sicher. Wenn ich mal irgendwann nicht weiterkomme, dann probiere ich vielleicht rum mit dem ausgeschalteten Reaktor, aber der. Was? Der Alarm klingt ja schon ein bisschen verdächtig, finde ich. Okay, ich sehe schon, ich muss da jemanden unten platzieren, um dauerhaft den Strom wieder anschalten zu können. Gut, dafür muss ich natürlich erstmal da reinkommen. Moment, Moment, nicht Dave. Ah! Was macht der denn hier? Hilfe!
gib mal den Schlüssel an Jeff. Dann drückst du den Gargoyle. Und Jeff, du gehst da rein. Jetzt komm schon, komm her. Komm her und mach das Ganze wieder an. So, ich mag den Alarm nicht. Wie gesagt, ich mag den Alarm nicht. Ich habe keine Ahnung, ob was passiert. Aber ich mag den Alarm nicht. Wer ist das da eigentlich, der Pirat? Keine Ahnung. Er ist nicht beschriftet. Keine Ahnung. Ist ja auch nicht wichtig. Ich will jetzt erstmal schauen, ob ich nicht mit dem Werkzeug hier die Kabel reparieren kann. Wobei ich keine Ahnung habe, was das bringt. Ich weiß es nicht. Ich, wie gesagt, wenn ich nicht mehr weiter weiß, mache ich den Strom aus. Aber ich bin kurz davor. Hau ab, du pinkes Schleim. Du pinker Schleimgeek. Oh, fass mich nicht an. Richtig. Deswegen sind wir ja hier, um sie zu retten. Hey, ganz vergessen. Pinkes Tentakel. Hör auf, mit dem Experiment zu spielen. Bring. Die Maschine. Nimm sie rein oder so? Keine Ahnung, die Maschine ist fertig. Eek. Okay, dann weiß ich nicht. Ich hab keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Au! Ja, und jetzt? Ah, Moment. Ja, gut, ne? Ja, gut, das lässt sich lösen. Das lässt sich lösen. Es ist ziemlich dunkel. Okay, es ist ziemlich dunkel. Reicht es, wenn ich sie anschalte, oder muss ich sie ihm geben? Ich glaube, ich muss sie ihm geben. Dann kann ich zu Anna, kann das Ding anschalten und benutze die Werkzeugkiste. Och nö, und genau jetzt sind die Batterien leer. Vielleicht kann ich ein paar andere finden. Ja, klasse. Ach nö, wo kriege ich jetzt Batterien her? Ach nö. Ich will nicht mehr. Vielleicht da drin. Nein. Jedenfalls, er mag ja seinen Hamster. Ich gebe mal den Hamster zurück. Bin ich hier richtig? Ja, hier bin ich richtig. Okay. Gift liegt auf Kuh, okay? Das heißt, Kuh, Hamster. Oh, mein armer kleiner Hamster. Danke. So viel, so sehr. Intruder, halt! Was machst du in meinem Haus? Bist du ein Agent des bösen Meteors? Oder bist du hier, um ihr zu helfen, ihn zu besiegen? Ja, diesmal rede ich mit ihm. Ich habe nichts zu sagen. Wie jetzt? Wie, du hast nichts zu sagen? Ah, Strategic Commando Chart. Da kann Bernard gleich einen Blick drauf werfen. Das meinte Zwergesel auch, dass der da vielleicht was machen kann. Los jetzt, sperr mich ein in den Dungeon, Spion. Zu schade, dass du nicht auf meiner Seite warst. So, und während du abgelenkt bist, gehe ich mal hier eben runter. Und werfe mit Bernard einen Blick auf den Chart. Das ergibt nicht wirklich Sinn. Cooles Modell. Ah, ich hätte gern eins von denen. Okay. Okay, gut. Keine Ahnung. Ich brauche irgendwoher Batterien. Die Frage ist nur, wo kriege ich die her? Ich mache den hier mal wieder zu. Vielleicht steht er ja im Weg rum. Vielleicht hat der Fernseher ja Batterien. Hm. Nee, lässt sich nicht öffnen. Aber du kannst vielleicht mit Werkzeug das Ganze aufschrauben. Nee, schade auch nicht. Ja gut, keine Ahnung. Ich brauche irgendwelche Batterien. Ich weiß nicht, wo ich sie herkriege. Aber wenn ihr eine Idee habt, dann schreibt mir doch einen Kommentar. Ich werde dem gerne nachgehen. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal hier bei Maniac Mansion. Bis dahin, ciao!